Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Der zweite Part, den ich nochmal nachsprechen muss. Und auch der letzte, hoffe ich. So, wir haben weiterhin etwas erforscht. Und zwar den Zerstörungstable haben wir erforscht. Oder den Dekonstruktionstisch. Mit dem man dann einzelne Items zerstören kann, um Wiss-Aspekte daraus zu gewinnen. Das werden wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwann sehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in diesem Part schon der Fall war oder erst im nächsten. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Fackeln hat ein Licht. Ja. So, was will ich denn jetzt als nächstes tun? Ich weiß es gar nicht. Ach genau. Ich glaube, wir werden jetzt nochmal die Nudi-Haltung und das andere gleich mit erforschen. Nudi-Zapfen. Da haben wir einmal habe ich Nudi-Zapfen, das heißt, man kann jetzt noch schneller, bis zu dreimal schneller, das aus einer Nodi ziehen, und die Nodi-Erhalter lässt dann immer ein Wiss pro Nodi drinnen. Das heißt, wenn er 20 Terra zum Beispiel drin sind, dann bleibt noch ein Terra übrig am Ende und diese Nodi geht nicht kaputt. Das funktioniert aber allerdings auch nur mit dem goldgebundenen Großholzstab, nicht mit den kleinen Zauberstäben. Es würde auch mit einem Großholzstab gehen, der eine Kupferkappe oder eine Eisenkappe hat, aber wie gesagt nicht mit einem kleineren. Das sieht mir schwierig aus. Und werde ich wahrscheinlich jetzt auch gar nicht erforschen. Oder doch? Weiß es gar nicht. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Sieht mir so aus, würde ich es nicht erforschen. Wir werden uns jetzt nochmal gleich auf eine Erkundungstour begeben, um weitere Aspekte oder eher gesagt Wiss also in die Zauberstäbe rein zu bekommen. Grün und Feuerluft haben wir. Ich zeichne gerade nochmal, ich habe diese Teleport-Funktion von diesem Mod aktiviert, das heißt, man kann Wegpunkte machen und sich da auch gleich hin teleportieren. Hier sehen wir, es sind 28 Feuer und 36 Luft momentan da drinne. Dann nehmen wir, glaube ich, erst einen kleinen Zauberstab, machen den komplett voll. Können wir gar nicht sehen. Das muss ich auch noch mal ändern. Oben links ist ja das Bild. Genau oben links sieht man nämlich diese Zauberstab-Information. Deswegen muss ich das Bild vielleicht eventuell mal wegmachen das nächste Mal. Da kann man es leicht sehen oben links. Das Grüne machen wir auch. Also da ziehen wir jetzt komplett raus. Guck nochmal rein, ist noch 14 drin. Jetzt laufen wir ein bisschen durch die Weltgeschichte und suchen noch weitere Nodi-Sachen, die wir vielleicht noch nicht entdeckt haben.
war schon wieder knapp. Hinter uns war ein Creeper. Ein Skelett hatten wir auch noch nicht. Ein Skelett haben wir gescannt. Versuchen schnell wegzulaufen. Da ist schon eine Armee hinter uns her. Schnell weiter weglaufen. Gummibäume. Sollte man auch irgendwann noch mal ein bisschen mit Gummi zu haben, abholzen. Also an Nacht draußen rumzulaufen ist, wie gesagt, nicht so eine schlaue Idee. Da haben wir wieder was Grünes entdeckt. Terra. Die Grünen haben wir jetzt aber ziemlich häufig und auch ziemlich viel. Deswegen ist das jetzt nicht so toll. Wir laufen im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Brett vorm Kopf herum, dass man durch unser Brett durchgucken kann. Wir haben ein Loch gefunden. Wir laufen und laufen. Ich frage mich echt, was ich. Ich habe auch so viel erzählt, als ich es aufgenommen habe, aber ich weiß nicht mehr was. Und vor allem, mir fällt jetzt auch nichts ein, was ich jetzt großartig dazu erzählen könnte, dass ich da rumlaufe. Wir sind halt auf der Suche nach was, was wir noch nicht haben. Es ist jetzt schwierig hier in dieser Natur. Zu scheint, ja, weil. Das haben wir alles schon gescannt. Skelette mit Bögen. Nebenbei sind wir natürlich auf der Suche nach einem geeigneten Ort für unser Haus, unseren magischen Turm. Und wir haben es auch geschafft, ein Enderman zu Berbia und Invidia. Und Ilea haben wir entdeckt. Du hast einen Hinweis auf eine neue Forschung entdeckt. Natürlich auch sehr interessant. Hier haben wir auch noch was. Das sieht mir nach Luft aus. Ja, Luft, ja. Erstmal den. Das Skelett da oben kaputt machen. Und da kommt auch noch ein Zombie und bringt jetzt was rum. Dann schnell ist auch was kaputt. Schnell ins Wasser, damit uns der Enderman nicht kriegt. Ja, ich kämpfe noch ein bisschen gegen den Zombie. Wenn wir das geschafft haben. Oh, haben wir gerade einen Modifikator für das Steinschwert freigeschaltet, das wir demnächst gar nicht mehr benutzen werden. Das heißt, man könnte jetzt dieses Steinschwert verzaubern, wenn man das möchte. Erst einmal die Luft scannen. Gescannt haben wir sie ja schon. Noch einmal den Wegpunkt
zu dem Luft, zu der Luft Nudi einspeichern. Und nochmal Luft mit dem Kleinen erstmal rausziehen, bis es voll ist. Dann mit dem Großen. Und dann sehen wir, da ist noch genug drinnen trotzdem noch. Obwohl unser Zauberstab voll ist. Dann haben wir noch eine Stadt entdeckt. Da werden wir jetzt gleich mal hinlaufen. Da unten ist unser Haus. Da ist eine neue Stadt. Dann gucken wir doch mal, was wir da so drin finden. Vielleicht können wir noch mal scannen. Senkte Ziegel kann man leider nicht scannen. Rüsttisch auch nicht. Die Holztür hatten wir die noch gar nicht gescannt. Das ist gar nicht. Die Glasscheibe geht auch nicht. Aber ein Kaktus geht. Kessel geht auch. 21 Metallum bekommen dafür. Hauen wir doch gleich mal ab. Und haben Ton gefunden. Eichensetzling und ein bisschen Brot. Holztür gescannt. Druckplatte. Glasscheibe geht immer noch nicht, aber er hat sich da einfach ein Duftbrenner reingeschlichen, den ich gescannt habe, obwohl ich das Bücherregal scannen wollte. Und da haben wir auch einen Hinweis auf eine neue Forschung entdeckt. Aha. Das ist interessant. Eisengitter hatte man schon gescannt. Bruchsteinmauer. Kann man nicht scannen. Gibt es hier was im Turm zu entdecken? Eine Kiste. Mit einer Lederhose und. Naja, nicht gerade das Beste. Aber wir auch schon was Besseres anhaben. Viel mehr gibt es in dieser Stadt, glaube ich, auch gar nicht zu sehen. Irgendwo da war ein Creeper auch. Jo. Dann haben wir gemerkt, dass da eigentlich gar nicht mehr viel zu holen ist. Überlegen uns dann mal wieder zurückzulaufen gleich. Guck noch mal in die Häuser rein. Sollen wir noch die Karotten und sowas alles scannen? Gar nicht eingefallen. Da haben wir noch was entdeckt. Das sind so eine Art Altare. Obsidian-Kachel-Altar. Die sind überall auf der Welt verteilt. Manche klein, so wie der, manche etwas größer, da sind dann auch Gegner und da sind auch immer so eher düsterere Sachen drin. Ich
Ich weiß gar nicht, was das bringt. Irgendwie, vielleicht gibt es im Spiel ja noch mächtigere Zauberstäbe, die man damit aus. Also, wo man das reinziehen kann, aber ich habe keine Ahnung. Da hinten ist noch einer. Den werden wir auch noch mal scannen. Und dann nähern wir uns auch so langsam dem Ende. Da sind auch schöne Dinge drin. Haben hier noch also nicht so schöne Sachen gefunden und werden da wahrscheinlich hier kein neues Häuslein bauen. Aber an dieser Stelle sage ich auch, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss!